Guten Mario Maker Morgen! Es ist wieder soweit. Wir sehen da schon. Wir sehen. Sobald ich den Bildschirm einblende. Wartet. Boah! Blende ich den Bildschirm ein. Japanische Level. Ich nenne das jetzt japanische Level, auch wenn es eigentlich immer von selben Typen ist. Aber ich glaube, das kann man sich am besten merken. Japanische Level bedeutet immer von diesen einen einzigartigen Mario Maker Levelmacher, der schon 126 verdammte Münzen hat. Wow! Wir fangen direkt an, ihr wisst, was das kommt. Verrückte, irre, bug-using, seltsame Level vom 26.12. Junge, Junge, get, will er uns sagen. Okay, fängt gut an. Fängt ausgezeichnet an. Nein. Ich denke mal, da oben wird auch nichts sein. Was will er von mir? Was will er von mir? Ich hoffe übrigens, dass diese Level auch perfekt sind, um zu Hause zu raten, was man wohl machen muss, was man tun muss. Ich glaube, es ist wahrscheinlich so pixelgenau, wenn er ganz links ist und dann, dass ich den dann bekommen kann vielleicht, weil irgendwas dann anders ist. Oder von unten? Oder hier in der Ecke? Oh, das kann alles sein. Aber was mache ich mit dem Pilz dann? Wenn ich den Pilz habe, wenn ich diesen Pilz tatsächlich bekommen habe, was könnte ich dann da drüben machen, was mir hilft, um darüber zu kommen? Ich denke, ihr versteht meine Problematik. Ich meine, ich kann den Powerblock ja hier absetzen, aber selbst wenn ich einen Pilz habe, was bringt mir das hier? Hier ist was vor. Es sei denn natürlich, dass dieser Pilz mich eh durch die Wand durchbackt. Was natürlich sehr wahrscheinlich sein kann. Was hat der gute Mann da wieder rausgefunden? Okay, da ich hier nicht weiterkomme, ich versuche mal, vielleicht haben wir Kommentare. Hier, ja. Haben wir Kommentare? Kein einziger Kommentar? Wow. Ich glaube, wir müssen das aufgeben, denn ich kenne den Bug nicht und ich habe keine Ahnung, was ich hier tun muss. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt in die Kommentare rein, dann gucken wir gerne das beim nächsten Mal nochmal an, aber... Ich weiß es nicht. Das Rätsel bleibt für mich erstmal ungeklärt. Das ist okay. Wir haben mindestens 1000 andere, die wir probieren können. Okay, was haben wir hier? Für das Thumbnail sehen. Yep. Es sind Donuts. Ganz viele Donuts. Oh, oh, oh. Erstmal müssen wir hier rauskommen. Okay. Verlangt er von mir, dass ich nach oben springe? Muss ich nach oben oder muss ich mich durch die Wand durchbacken? Oder? Wow! Man kann sich anscheinend irgendwie nach oben katapultieren! Heilige Scheiße! Nein! Komm! Komm, Mario! Nein! Da haben sie geendet! Okay! So, komm schon! Das ist extrem witzig! Vor allem, irgendwie kann man das dann steuern, wenn man das einmal drin hat. Okay. Probieren wir es nochmal. Komm schon! Ja, nein. Ich war da schon oben. Nun komm schon. Nein, da war es auch wieder. Wie hat er das denn nur rausgefunden? Shit. Ah.
Ich würde das so gerne schaffen. Nein! Nein, es fehlt da wieder einer. Nein! 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 Oh Mann, ey. Oh. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Oh Gott sei Dank! Ja! Unsichtbare Blöcke. Blöcke. Oh Gott sei Dank. Oh. Ich glaube, ich habe wieder viel geschnitten, oder? Ich habe bestimmt viel geschnitten. Heilige Scheiße. Oh Mann, ey. Witzig aber. Witziger aber. Ich hab's verstanden. Das ist das Schöne. Wenn man diese Level einfach sozusagen auch hinbekommt. Die sind ja oft nicht. Oft sind sie nicht unmöglich. Man muss es halt nur irgendwie hinbekommen. Da direkt zum nächsten. Der schnellste ist in 7 Sekunden geschafft. Nicht schlecht. Okay, was haben wir hier? 0,10% Abschlussrate. Das hindert mich nicht. Das heißt nichts. Das kann trotzdem gut sein. Wo ist der Haken? Okay, ich glaube, ich verstehe das mit der Abschlussrate. Was kann der gute Herr jetzt wieder rausgefunden haben? Was könnte er rausgefunden haben? Was ist da drunter? Das ist auch kein Tricklevel, das traue ich dem nicht zu. Das wird schon irgendwie schaffbar sein. Ganz ehrlich, ich glaube, mit normal rumprobieren werden wir es nicht schaffen. Von daher machen wir das anders. Ganz einfach, weil das werden wir nicht schaffen. Das ist so ein typisches... Wenn man es nicht kennt, dann wird man es auch nicht schaffen. Deswegen speichern wir das Level. Wir speichern es und schauen uns mal an, was der gute Herr da wieder mal gemacht hat. Was hat er wieder gemacht? So. Was hat er gemacht? Okay. Was ist da drin? Nein, das wollte ich gar nicht. Er hat einfach nur einen Stachel drunter gepackt. Okay, wie sollte der Spaß dann schaffbar sein? Wenn er ein Stachel ist, wie? Okay, gut. Aber immerhin, wir wissen, da ist einfach nur ein Stachel drunter und deswegen klappt der Spaß so, wie er klappt. Also, nächstes Level würde ich sagen. Ein Mario Bros. 3 Level. Und wie viele haben es abgeschlossen? 0,53%. Das ist immerhin mehr als eben gerade. Also, ich habe Hoffnung. Das soll ich... Also sie schwanken ja, aber ich bin mir unsicher, ob das Schwanken echt ist. Naja, also rein theoretisch gab es doch diese Mario-Regel. Wenn irgendwie Mario ein Sprung ist und unter ihm ist ein Gegner, ist alles okay. Aber das misst man, wenn er auch ein Hochsprung ist. Also er muss... Ah, es gibt ja so eine Mario-Regel bei der Programmierung von Mario. Wie ein Gegner sich zu verhalten hat, wenn Mario einen Sprung auf ihn fliegt. Aber ich bin mir unsicher, ob es das jetzt hier sehr viel... Ich habe, glaube ich, einen getroffen. Ich glaube, das war... Ja, also das ist dieses Bumm. Also, das ist, wenn Mario auf irgendeinen Gegner trifft, aber er stirbt ja auch instant. Das soll ein Timing sein, dass wenn die sich gerade umdrehen, dass man dann in den Augenblick draufspringt. Aber das ist bereits jetzt schon unfassbar knifflig. Das ist eine gute Sache, dass Mario... Maker nicht so ewig braucht, um die Level neu zu starten. Also sonst hockt man hier ewig. Vielleicht muss ich Rennknopf spammen, weil in dem Augenblick hebt Mario das vielleicht dann auch auf. Probieren wir es. Das ist jetzt so die einzige Idee, die ich noch hätte. Ich muss es nur noch mal hinbekommen, dass ich diesen einen Stoß habe. Shit! Vielleicht klappt das. Ich
denke nicht, aber vielleicht kann das klappen. Die Checkkarte war schon mal drin. Und wenn ich sie dann in den Frame aufheben könnte. Dass ich dann die in der Hand habe und dann den nächsten Gegner damit kill und damit vielleicht irgendwie was Positives auslöse. Nun muss ich das immer wieder hinbekommen. Ich gebe den ganzen noch 3 Versuche. So. 1. Okay, komm, letzter Versuch. Sonst sind wir hier ewig. Ja, okay. Ist ja schön gewesen, aber... Hardcore. Aber wieder toll, dass er irgendwas gefunden hat, womit er einen quälen kann. Das finde ich gut. Das finde ich super. Warum ist er eigentlich ganz so ein Blaustich? Wo kommt das her? So, was haben wir hier? Mario World. Das sieht aus wie dasselbe in Lila. Vielleicht können die auch runterfallen irgendwie. Ich meine, was ist da hinten denn? Ja, toll. Ja. Kann ich die nicht so... Ich kann... Wartet. Ich kann die doch so werfen. Würde die jetzt nicht auf... Also, würde die jetzt noch links liegen, dann könnte ich die wieder aufsammeln und dann nochmal machen. Also muss ich da noch ein bisschen Timing reinsetzen. Also. Genau, mach das mal. Gute Idee. Genau. So, bleib mal so. Hopp. Nein! Das ist aber clever, das mag ich. Das ist nicht doof. Das ist super. Akzeptiert. Wird genutzt. Ja, super. Mhm. Nein! Ihr blöden Koopas. Das Witzige ist, die darf nicht kaputt gehen, weil ich muss dann da hinten noch die Pflanze daraus kicken. Ich brauche den Panzer die ganze Zeit. So, wie dazu. Sehr gut. Genau das wollte ich. Ha! Meine. So, wenn die nicht wieder weggehen, dann geht das besser. Shit. Ja! Ja! Lalala, ich hab ein Level von den Japanern gelöst. Shit! Nö. Nö. Das kann er mir doch nicht antun. Oh, ich bin mir aber fast sicher, was ich machen muss. Also, machen wir den Spaß nochmal. Guten Morgen. Okay, damit kann ich handeln. Okay. Ich brauche einen neuen Panzer auf jeden Fall. Oh Gott. Nein, das ist alles doof. Nein. Nein! Okay. Ja. Muss ich noch einen guten Winkel treffen. Okay. Sehr gut. Das ist genau das, was ich wollte. Nein! Lass das! Böser Cooper. Ja, das geht nicht. Japaner, du hast mich geschlagen. Ich weiß nicht. Ich könnte...
Oh nein. Klettern, springen, greifen, hochwerfen, klettern, springen, greifen. Oh nein. Nein. Also, Rätsellösung. Kupferstücke nach oben werfen. Sprung nach oben drücken. Also, ich habe einen gewissen Zeitraum. Ihr könnt nach oben drücken und springen. Loslassen. Klettern, springen, loslassen, klettern und dann hoch und hoch und hoch und gegen und durchgeschafft. Und das war der Mario Maker Morgen für heute. Wieder wundervolle japanische Level. Ich hoffe, sie gefallen euch beim nächsten Mal, wenn wir weitere bekloppte japanische Level spielen. Also nächste Woche auf jeden Fall. Derweil werden wir uns noch andere Level angucken. Aber ich bin heute durch dafür. Es war witzig. Es war netter Run. Aber ich bin durch. Das war's. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.